Größtenteils ist es wirklich die Reaktion relativ schwierig, weil Leute, die rechnen wirklich mit allem, wenn die mich fragen, was ich beruflich mache. Niemand stellt sich wirklich vor, dass ich Bestatter bin. Es ist erstmal so mit Schreck gesehen, dass ich Bestatter bin. Dadurch, dass ich wirklich täglich mit dem Tod zu tun habe, habe ich auch keine Angst davor. Also bei uns ist es wirklich hier im Unternehmen so, bei Comberg, dass wir wirklich, ich sag mal, alles von A bis Z machen. Ich sag mal, wir erstellen die Zeitungsanzeigen, wir planen die Trauerfeiern. Eigentlich versuchen wir alles den Angehörigen abzunehmen, damit es für die in dieser schwierigen Zeit auch leichter ist, wirklich an die wichtigen Dinge zu denken. Und wir regeln das andere im Hintergrund. Sie haben ja in diesen Gesprächen, wenn sich Angehörige an Sie wenden, unterschiedlichste Formen. Sie haben dies unter Umständen zu bewältigen in Form eines Unglücksfalls von einer jüngeren Person, die dann schon eine große Herausforderung letztendlich auch für uns ist, auch mit der gewissen Erfahrung, weil alle Fälle individuell sind. Da muss man schon immer so ein bisschen auch erfragen, wie die Situation ist, wie sich das Ganze ergeben hat, wie die Person, die verstorbene Person selber ist, wie die Familie vom Umfeld her all diese Dinge für sich sieht. Das sind alles so Dinge, woraus man erfahren kann und erkennen kann, wie sich ein Umfeld letztendlich auf die Bestattungsform vollzieht. Also um Bestatter zu sein, muss man menschlich dafür geeignet sein. Natürlich hat man auch mal nicht so einfache Fälle bzw. schwierige. Und da ist es halt auch wichtig, diese Sache nicht wirklich mit nach Hause zu nehmen, sondern man muss die auch gut verarbeiten können. Es gibt sicherlich Fälle, die Sie mit Sicherheit einen gewissen Grad noch weiter begleiten. Dies ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer, sagen wir mal, älteren Person, die friedlich in einem Altenheim oder in einem Krankenhaus eingeschlafen ist. Wenn ich dann denke, wenn wir bei Verkehrsunfällen an die Unfallstelle kamen und wir ja letztendlich nie wussten, was wird uns dort vor Ort erwarten, waren schon gewisse Situationen dabei, auch mit einige kleine Kinder, Schülerinnen. Diese Situationen mussten wir natürlich vor Ort schon dementsprechend stemmen. Das waren nicht tolle Situationen, die einen auch über einen gewissen Zeitpunkt auch begleitet haben, aber letztendlich nachher wir dementsprechend die Kraft hatten, das Ganze dann zum Wohle der Angehörigen weiter umzusetzen. Und von der Warte her war dann halt nicht ganz so viel Zeit zum Überlegen, sondern wir mussten unsere Überlegungen zum Wohle der Angehörigen einsetzen. Ich sag mal so, in der Freizeit bin ich dann ganz gerne irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs, um wirklich auch mal die Gedanken frei zu bekommen und auch wirklich da mal abzuschalten. Wobei es bei uns relativ schwierig ist, weil wir auch 24/7 erreichbar sind. Was es halt auch relativ schwierig macht, Abstand zu nehmen von dem Job. Aber ich meine, dafür sind wir halt auch ein Familienunternehmen und ich bin damit groß geworden, immer auf Abruf zu sein. Ich glaube, das war so mit 14, wurde ich quasi langsam an diese Sachen rangeführt. Das heißt, ich war damals mal mit dabei, wenn ein Sarg ausgeschlagen wurde. Und dann irgendwann mit der Zeit habe ich dann auch meinen ersten Verstorbenen gesehen. Ich glaube, das war mit 16. Aber erstmal habe ich so die Tätigkeiten kennengelernt. Sprich, wir haben Särge ausgeschlagen. Dann bin ich irgendwie mit Papa mitgefahren zum Krematorium. Habe da dort noch keine Verstorbenen gesehen, aber wurde quasi langsam an diese Tätigkeiten rangeführt. Und bin damit tatsächlich dann groß geworden. Ein Sarg ausschlagen letztendlich ist eine Form, die man dementsprechend über die Ausbildung und so weiter als solches im Bestatterberuf lernt. Dort gibt es gewisse Kriterien, die das Ganze als Schutzsystem vor auslaufender Flüssigkeit und so weiter schützen muss. Das Innenleben kann in unterschiedlichsten Formen gestaltet werden. Dort gibt es für die Aufbahrung unterschiedlichste Formen, worauf ein Verstorbener gebettet werden kann, wie in unserem Hause hier auf Matratzen. Dazu dann halt eben die notwendigen Garnituren, die dort durch die Angehörigen mit ausgesucht werden, die kleidungsmäßig angepasst werden. Also ganz unterschiedliche Dinge, die letztendlich hier persönlich durch Angehörige als solches ausgesucht werden können. Während in einem Online-Portal ja Sie unter Umständen zu Hause Angehöriger mit einem Bestatter in Berlin oder irgendwie per Internet als solches Verbindungen aufbauen. Und das ist schon ein ganz, ganz gravierender Unterschied. Also ich sag mal, dieser Beruf begeistert mich dadurch, dass ich wirklich Leuten helfen kann, aktiv. Und diese Dankbarkeit, die man dann nachher zurückbekommt, die ist wirklich sehr groß. Ist anders als in anderen Berufen, wo man wirklich nur ein
ein Dankeschön bekommt, aber hier merkt man wirklich, dieses Dankeschön von den Angehörigen kommt auch wirklich vom Herzen und ist nicht einfach nur so über die Lippen gesprochen, sondern die sind wirklich dankbar, dass man denen in diesen schwierigen Zeiten geholfen hat. Sowas erfüllt einen natürlich mit absolutem Stolz und das ist schon für mich persönlich jetzt gesehen schon eine dankbare Situation an unseren Sohn, dass er versucht, hier die vierte Generation im Hause hochzuhalten. Sicherlich weiß man nicht, konnte man bei uns auch dementsprechend nicht wissen, wie die Situationen sich weiterentwickeln werden. Ich sehe im Moment bei ihm ein großes Potenzial. Er macht bisher, so wie er seine Aufgaben jetzt wahrnimmt, in meinen Augen einen sehr guten Job. Und von der Warte her hoffe ich für seine weitere Zukunft, dass er dementsprechend dies so auf dem Niveau auch weiterhalten kann. Vielleicht sogar noch verbessern kann. Neue Besen kehren relativ gut, sagt man eigentlich letztendlich. Und das wünsche ich ihm für seine weitere Zukunft. Wie gesagt, mich erfüllt es natürlich mit sehr großem Stolz, dass ich hier die Situation so erfahren darf.